Andrea McNulty hätte es bestimmt nicht leicht, eine Jury davon zu überzeugen, dass sie von Ben Roethlisberger vergewaltigt wurde. Bei der Polizei hat sie nie Anzeige erstattet und mit ihrer Anklage vor Gericht hat sie ein Jahr gewartet. Das bringt einen ins Grübeln. Reich werden könnte sie trotzdem, denn um die falsche Anklage vom Tisch zu bekommen, könnte Big Ben einer außergerichtlichen Einigung zustimmen und eine hohe Summe zahlen. Die 31-jährige McNulty fordert ein Minimum von $490.000 von Roethlisberger. Wenn es für sie schlecht läuft, lässt es der Quarterback des Steelers auf einen Prozess ankommen und dann könnte die gierige Anklägerin leer ausgehen. Big Ben hat seine Anwälte schon mal in Stellung gebracht und gesagt, dass er bereit ist, es zum Prozess kommen zu lassen. McNulty hat keine Zeugen, keine Beweisstücke, aber erwiesenermaßen Geldprobleme. Da dürfte es nicht leicht werden, Ben Roethlisberger abzuzocken, zumal Juries immer öfter auf der Seite der Angeklagten stehen. Defensive Coordinator Jim Johnson hat seinen Job bei den Eagles gekündigt. Der 68-Jährige muss sich auf die Heilung von seiner schweren Krebserkrankung konzentrieren. Sein Nachfolger wurde Sean McDermott. Der 35-Jährige hat unter Johnson als Leiter der Secondary gearbeitet. Auch in der NFL gibt es Sommertheater. So meldete sich jetzt ein ehemaliger Nummer 1 Draftpick zu Wort, der unbedingt wieder als Quarterback spielen will. Das Problem ist, dass der Mann bereits 1990 einberufen wurde und heute 41 Jahre alt ist. Sein Name? Jeff George. Er hat zu keiner Zeit in seiner Karriere beweisen können, dass er zu Recht als erster Spieler der Draft 1990 einberufen wurde. Dennoch ist er der Meinung, dass nur 20 Teams brauchbare Quarterbacks haben, die anderen Teams könnten jemanden wie ihn gut gebrauchen. Mal sehen, ob eines der 12 Teams bei dem Altstar anklopfen wird. Die Ravens verpflichteten Wide Receiver Drew Bennett. Er sollte den letzte Woche in den Ruhestand getretenen Derek Mason ersetzen. Aus und vorbei. Am Sonntag verkündete der 30-Jährige das Ende seiner Karriere. Eine alte Knieverletzung ist wieder aufgebrochen und verhindert seinen Einsatz für Baltimore. Das Universum dreht sich nur um Terrell Owens, wenn es nach Terrell Owens geht. Deshalb verlangt der Wide Receiver der Bills auch, dass Michael Vick ohne weitere Suspendierung durch die Liga sofort wieder spielen darf. Soll der Commissioner sich doch mal 23 Monate in den Knast setzen, wetterte er in einem Interview. Dann werde er wissen, dass eine Strafe verbüßt ist, wenn man als freier Mann das Gefängnis verlässt. Eine weitere Strafe nach einer Strafe wäre zu viel des Guten. Sie waren nur 35 Sekunden von der Meisterschaft entfernt. Sie haben die Falcons, die Panthers und die Eagles in den Playoffs geschlagen. Dennoch hat sie kaum jemand auf der Rechnung für die kommende Saison. Die Cardinals werden nur als Eintagsflieger angesehen, die ohne Chance auf eine Wiederholung des Erfolgs in die neue Saison gehen. Head Coach Ken Whisenhunt möchte dafür sorgen, dass die Experten sich wundern. Für ihn ist sein Team bereit, erneut den Super Bowl zu erreichen und ihn zu gewinnen. Der Mann, der das ermöglichen wird, ist für ihn Kurt Warner. Der Quarterback ist zwar schon 38, aber sein Arm hat nichts von seiner Kraft verloren. Letztes Jahr vervollständigte er in den Playoffs 68% seiner Pässe für 1147 Yards, 11 Touchdowns und nur 3 Interceptions. Darauf baut Whisenhunt auch für 2009. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.